Es war einmal ein alter Holzfäller. Der lebte mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in einem kleinen Haus am Rande eines großen, dunklen Waldes. Der Junge hieß Hänsel und seine jüngere Schwester Gretel. Weil sie wenig Geld hatten, mussten auch die Kinder hart arbeiten. Hänsel musste aus dem Brennholz, das die Mutter im Wald sammelte, Bündel schnüren, während Gretel Tag ein, Tag aus Strümpfe strickte. Der Vater nahm die Holzbündel und die Strümpfe, lief Tag für Tag den weiten Weg in die Stadt und versuchte, die Waren zu verkaufen. Das Geld, das er damit verdiente, reichte nie, dass alle satt wurden. Eines Tages hatten sie nur noch ein paar trockene Brotreste und einen Krug Milch, den ihnen die Nachbarin aus Mitleid geschenkt hatte. Die Eltern waren schon am frühen Morgen losgezogen, um Geld zu verdienen, und so waren Hänsel und Gretel allein zu Hause geblieben. Hungrig saßen die Kinder nebeneinander in der Stube und arbeiteten. Um ihre knurrenden Mägen zu übertönen, sang Gretel ein fröhliches Lied. Doch als das Lied vorüber war, waren sie noch genauso hungrig wie zuvor. Besonders Hänsel bekam von all dem Hunger schlechte Laune. Nicht einmal das fröhliche Lied seiner Schwester hatte ihn aufmuntern können. Stattdessen saß er da und maulte herum. Gretel sah ihn böse an. Griesgram hinaus, fort aus dem Haus. Ich will dich lehren, Herz zu beschweren, Sorge zu mehren, Freude zu wehren. Griesgram, Griesgram, gräulich erwischt, grisiges, grimmiges Gold im Gesicht. Tackle dich drüben, der schäbiger Wicht. Griesgram hinaus, nicht mehr fort aus dem Haus. Kein Wort von der Martin, wer will uns sagen? Nicht mehr fragen, nicht schlägen von Gras. Griesgram, Griesgram, gräulich erwischt, grisiges, grimmiges Gold im Gesicht. Endlich hatte Gretel Hänsels schlechte Laune vertreiben können. Und weil sie so vergnügt waren, meinte Gretel: Weißt du was, Hänsel? Ich bringe dir einen neuen Tanz bei. Brüderchen, komm, tanz mit mir. Beide Händchen reich ich dir. Einmal hin, einmal her, rundherum, es ist nicht schwer. Tanzen soll ich aber nicht, Schwesterchen, und kann es nicht. Darum zeig mir, wie es braucht, dass ich tanzen lerne auch. Mit den Füßchen tap, 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 mit den Händchen klapp, klapp, klapp. Einmal hin, einmal her, rundherum, es ist nicht schwer. Mit den Füßchen tap, 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 mit den Händchen klapp, klapp, klapp. Einmal hin, einmal her.
knick, knick, knick. Mit den Fingerchen tick, tick, tick. Einmal hin, einmal her rum, es ist nicht schwer. Brüderchen, nun gib mal acht, was die Grete weitermacht. Lass uns Arm in Arm verschränken, unsere Schrittchen paarweis lenken. Schneller und schneller drehten sich die beiden und tanzten immer wilder. Dabei stießen sie an den Tisch mit dem Milchkrug. Der Krug schlingerte und schwankte und landete mit einem lauten Klirren auf dem Boden. Entsetzt starrten Hänsel und Gretel auf die Scherben und die Milch, die über den Boden floss. In diesem Moment öffnete sich die Tür und die Mutter kam herein. Sie war erschöpft und hungrig und machte sich große Sorgen, weil sie nicht wusste, was sie am nächsten Tag essen sollten. Als sie sah, was Hänsel und Gretel angerichtet hatten, wurde sie böse. Zum Donnerwetter nochmal! Kann man euch denn gar nicht alleine lassen? Das war unser Abendessen. Ihr schnappt euch jetzt zwei Körbchen, geht in den Wald und sammelt Beeren, damit wir heute Abend wenigstens irgendwas zu essen haben. Hänsel nahm einen Korb, stiebitzte die Brotreste und schlich mit Gretel kleinlaut aus dem Haus. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg in den dunklen Wald. Thank you.
In der Nähe des Hauses hatten Hänsel und Gretel schon längst alle Beeren abgepflückt. Deshalb gingen sie tiefer und tiefer in den schwarzen Wald. Hänsel ließ immer wieder Brotkrumen fallen, damit sie später den Weg zurückfanden. Irgendwann kamen die Kinder auf eine herrliche Waldlichtung. Überall wuchsen die schönsten Beeren. Begeistert fingen die Kinder an, die Beeren zu sammeln. Hänsel kroch tief ins Gebüsch. Und als er wieder hervorkam, war er völlig zerzaust. Wie ein kleines Waldmännchen. Es wurde immer später. Die Sonne stand rot über den Bäumen und es wurde dunkel. Wir müssen langsam nach Hause, sagte Gretel. Aber vorher kosten wir unsere Beeren, antwortete der hungrige Hänsel. Sie aßen eine Beere nach der anderen. Und als die beiden Kinder satt waren, waren ihre Körbchen leer. Wie kommen wir jetzt nur nach Hause? Keine Sorge. Wenn der Mond aufgeht, dann sehen wir die Brotkrumen, die ich ausgestreut habe. Die zeigen uns den Weg zurück. Doch als der Mond über den Bäumen aufging, war von den Brotkrumen nichts mehr zu sehen. Die Vögel hatten sie längst alle aufgepickt. Hänsel und Gretel hatten sich im Wald verirrt. Plötzlich raschelte es hinter ihnen. Die Kinder drehten sich erschrocken um. Aus dem Gebüsch trat ein kleines, freundliches Männlein mit einem großen Sack in der Hand. Es war der Sandmann. Der kleine Sandmann bin ich und gar nicht Sorge sind ich, euch Kleinen lieb ich nichts, bin euch gesinnt gar nicht.
Während Hänsel und Gretel auf der Lichtung schliefen, kam der Vater von der Arbeit. Er war so fröhlich wie schon lange nicht mehr. Stolz stellte er seinen Beutel auf den Tisch und verkündigte seiner Frau: Ich habe endlich mal wieder richtig Geld verdient und für uns eingekauft. Schau, was ich alles dabei habe. Kartoffeln, Butter und sogar Fleisch. Das wird ein richtiges Festessen. Wo sind eigentlich Hänsel und Gretel? Die Kinder haben beim Tanzen die Milch umgestoßen und da habe ich sie zum Beerensammeln in den Wald geschickt. Du hast sie alleine in den Wald geschickt? In letzter Zeit sind einige Kinder spurlos verschwunden. Die Leute in der Stadt sagen, dass im Wald eine böse Hexe wohnen soll, die die Kinder in Lebkuchen verzaubert und dann frisst. Am nächsten Morgen kitzelte ein feiner Sonnenstrahl Gretel wach. Erstaunt schaute sie sich um. Nichts als Bäume waren zu sehen. Neben ihr lag Hänsel und schlief tief und fest. Sie weckte ihn und er stand verschlafen auf. Hänsel und Gretel befanden sich auf einer wunderschönen Lichtung. Alles war übersät von winzigen Tautropfen, die wie kleine Diamanten im Sonnenlicht glitzerten. Aber ach, die Kinder waren so hungrig und ihre Beeren hatten sie ja schon alle aufgegessen. Mit knurrenden Mägen machten sie sich auf die Suche nach dem Heimweg. Sie waren schon ein ganzes Stück gelaufen, da entdeckten sie ein seltsames kleines Häuschen. Als sie näher kamen, sahen sie, dass das ganze Haus aus reinstem, feinstem Lebkuchen gemacht war. Machten sie sich über das Häuschen her und vergaßen alles um sich herum. Plötzlich hörten sie eine Stimme. Knusper, Knusper, Knäuschen! Wer knuspert an meinem Häuschen? Der Wind, das himmlische Kind. Ich bin Rosine. Kinder so lieb, so lieb, so lieb.
Reisbrei auf dem Ofen steht hier. Rosinen und Feigen und Mandeln und Datteln sich zeigen. Es ist alles im Häuschen Wir wollen nicht in ihr Haus. Hier gibt es doch genug zu essen, sagte Hänsel, dem die Alte nicht geheuer war. Komm, Hänsel, lass uns weglaufen, flüsterte Gretel. Da zückte die Hexe plötzlich ihren Zauberstab. Dich reißt der Fluss. Nicht mehr vorwärts, nicht zurück. Wann dich mit dem bösen Blick. Kopf steh starr dir im Genick. Hokus, Hokus, nun kommt Hokus. Kinder, schaut den stehet still im Kopf, nun zum Stall hinein, du Tropf. Hokus, Hokus, Bonus, Hokus, Manus, Hokus, 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 Vanus, Hokus, Manus, Hokus. Manus Locus, Manus Locus, Hocus, Hocus. Ehe Hänsel sich versah, war er verhext und konnte keinen Finger mehr rühren. Geschwind sperrte die Hexe ihn in einen Käfig. Ich werde dich mästen, bis du dick und fett bist. Und du, kleines Mädchen, geh ins Haus und hol was zu fressen für dein Brüderchen. Marsch, marsch! Ängstlich lief Gretel ins Haus. Die Hexe ging ungeduldig vor Hänsels Käfig auf und ab, denn sie hatte großen Appetit auf Kinderbraten. Ich will sehen, ob du nicht schon reif bist für den Ofen. Schlingelchen, zeig mir mal dein Fingerchen. Doch Hänsel gab der Hexe nicht seinen Finger, sondern hob blitzschnell ein kleines Stöckchen auf und schob es durch die Gitterstäbe. So dünn wie ein Stöckchen so dünn. Aber ich will nicht länger warten. Du kommst trotzdem jetzt schon in den Ofen. Ungeduldig zerrte die Hexe Gretel zum Ofen. So, kleines Mädchen, du wirst jetzt das Feuer schüren, hörst du? Gretel stellte sich dumm. Irgendwann verlor die Hexe die Geduld. Du bist ja wirklich zu nichts zu gebrauchen. Ich werde dir zeigen, wie man das Feuer schürt. Die Hexe lehnte sich nach vorn. Diesen Moment nutzte Gretel und schubste die Alte in den Ofen. Hilfe! Schnell verriegelte Gretel die Ofentür und befreite ihren Bruder. Der Zauberofen zischte, funkte, qualmte. Und es gab ein riesiges Feuerwerk. Nun ist die Hexe tot, mausetot. Und aus nun ist die Hexe still, Mäuschen still, kochen ganz gefällt. Nun ist zu Ende Graus, Hexengraus, und der Spuk ist aus. Ja, lass uns Hexen tanzen, wir Freundchen walten, wir Krausmann, alles im Reinschmaus. Oh, ja, nein, ja, nein.
war besiegt und ihr Zauber war gebrochen. Alle Lebkuchen am Hexenhäuschen hatten sich in Kinder zurückverwandelt. Sie waren glücklich und dankten Hänsel und Gretel von ganzem Herzen. Gemeinsam feierten sie ein großes Lebkuchenfest. Thank you.
Hänsel und Gretel nach Engelbert Humperdinck als Singspiel mit abgeschlossenen Nummern und eingebauten Erzähltexten. Und das Ganze in einer Fassung für Kammerensemble und gleichstimmigen Chor von Andreas N. Tagmann. Hier sang der Mädchenchor Hannover, es spielte das Fauré-Ensemble mit Urara Oku und Jonut Pandelescu Violine, Johanna Held Viola, Ute Sommer Violoncello und Heinrich Lademann Kontrabass. Außerdem Martin Kohlmann Cembalo und Andreas Trenk Akkordeon. Die Solistinnen und die Erzählerinnen sind Mitglieder des Mädchenchors Hannover. Katharina Held, Sopran, Gretel, Maria Rüssel, Mezzosopran, Hänsel, Slind Bubanz und Sina Günther, Mezzosopran, Hexe, sowie Charlotte Pohl, Mezzosopran, Sandmann. Die Erzählerinnen waren Emilia Eluardi, Rixte Gerdes, Lisa Thome, Mia Vogt und Viktoria von Heul. Die Leitung hatte Gudrun Schröfel. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir haben das Konzert am 15. September 2017 während der Chorkomm in der evangelischen Stadtkirche St. Reinoldi in Dortmund.